Johannes Buhlmann, Olbendorfer Weg 70, 13403 Berlin, 2014, 9. Oktober. An die Botschaft. Sehr geehrte Exzellenz, Herr Botschafter. First Sergeant Strauß machte mich damals, als er von R nach dem Land seiner Großeltern väterlicherseits einwanderte, auf ein interessantes religiöses Problem aufmerksam, die ewige Streitfrage. Bekommen die Söhne stumpfe Zähne, weil die Väter saure Äpfel gegessen haben? Das ist natürlich keine Frage, es ist eine Entscheidung, trage ich Verantwortung für mein Volk. Unbestritten ist hingegen, war Gott nun am Anfang oder im Anfang? Josef Kardinal Ratzinger hat beschlossen, ja, am Anfang, da war einmal ein Gott, jedoch im Anfang, das kann nicht sein, dann wäre er ja noch da, man habe überall gesucht, nichts gefunden. Stalin hat Millionen verhungern lassen, um die Sowjetunion stark zu machen. Goebbels hat das Volk Gottes ins Gras geschickt, um einen Wahn wahrzumachen. Ratzinger und Kollaborateure setzen noch eins drauf. Sie verfälschen die Schrift, um Gott selber tot zu machen. Rechnen wir also ab. Was hat Stalin schon getan? Was haben die Völker der Sowjetunion schon getan? Wer Augen hatte zu lesen und Intuition zu verstehen, lesen Hitlers Mein Kampf, verstehen den deutschen Geist in den 1920er Jahren, der wusste, es meint es ernst mit der Vernichtung der slawischen Rasse, mein Volk. Ein Arbeiter- und Bauernparadies rückte in weite Ferne, gefragt waren nun mächtige Arbeiter- und Soldaten-Sowjets. Mit brillierender Eisenhärte wie im Kokainrausch wurde dieser Anspruch befriedigt. Was hat Goebbels getan? Er hat mein Volk Gott Feind gemacht, in Klammern Genesis 20, Vers 5. Die vierte Generation, nach alter Lesart, das vierte Glied, im russischen Sprachgebrauch, das vierte Knie, welches sich anbetend beugt, ist nach menschlichem Ermessen geboren. Ich wäre jetzt Großvater, hätte ich damals den Verstoß gegen Paragraph 218 StGB verhindert, beziehungsweise Levitikus 20, Verse 1 bis 5. Sie ist geimpft und sie schreit nach Sterbehilfe und sie schreit laut. Ratzinger aber und Konsorten werden die Kleinsten sein im Himmelreich. In Klammern Matthäus 5, Vers 19. Freundlichen Grüßen, J. Buhlmann.